Okay, liebe Leute, weiter geht es hier in SnowRunner in der Saison 9 auf den Karten in Ontario und wir bringen jetzt den Zement hoch zum Haus in den Bergen und danach machen wir den Müll. So. Mal schauen, ob wir den Anhänger dann behalten können. Wenn nicht, müssen wir halt noch einen Anhänger für die Müllaufgabe vielleicht uns besorgen. Und ich habe jetzt festgestellt, dass ich die ganzen letzten Folgen meinen Filter nicht anhatte. Irgendwas war mit dem Bild so unscharf, ich wusste es eigentlich. Aber der Filter war aus. Jetzt habe ich mir angemacht, jetzt ist wieder deutlich schärfer das Bild. Oh, das ist schon eine ganz schöne Steigung hier, ne? Das ist mir noch nie so aufgefallen eigentlich. So oft waren wir hier im Hafen, aber auch eigentlich noch nicht. Also auch egal. Das war knapp. Ohne irgendwo gegen zu knallen. Ich habe jetzt auf der Karte gesehen, dass wir diesen einen Scout 800, den wir da abgeliefert haben für die Aufgabe, auch bekommen haben, als zu behalten quasi. Kann man mal reinschleppen dann irgendwann und verscheuern. Gleich nachtanken. Wir reparieren uns mal gleich auch. Wie viel haben wir denn mit? 300 Punkte. 150. 450 Punkte Werkzeug. Das ist ja auch extrem. Das ist ja echt krass. Kann man eigentlich auf so einer Pritsche so ein kleines Auto verzogen? Das dürfte nicht funktionieren, ne? Hier, der Scout, den meine ich eigentlich. Okay, der Hochgang ist sehr langsam bei ihm. Mal ganz kurz ins Führerhaus gucken.
bisschen schräg, die Perspektive, ne? So, jetzt sitze ich mittig. Ja. Das ist schon eine Konstruktion, das macht auch irgendwie nicht wirklich Sinn, oder? Ja, okay, da ist der Motor in der Mitte und links und rechts. Da kannst du nicht mal mit dem anderen quatschen. Ich meine, das wäre cool, dann geht ja keiner auf den Sack, ne? Das ist ein richtiges, einfach nur Arbeiten-Auto. Mitten hier, weiß ich nicht. Eine Tundra irgendwo. Hier ist die Müllhalde. Oh. Okay. Dann eher da außen rum. Nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Ich meine, wir haben Kran dabei für Notfall, ja, aber... Passt man überhaupt rein? Frachtverwaltung. Kann man ja hier reinfahren hier. Jo. Ha, wir können die behalten. Das war jetzt ein bisschen gepokert, aber cool. Ja, wenn in 3 Millionen Zügen hier. Können wir dich irgendwie... Nee, kann man nicht. Ich will ihm jetzt aber auch seinen Zaun nicht kaputt fahren. Haben wir hier noch eine Aufgabe mitten im Sumpf? Ne. Da müssen wir... Doch, wenn in 3 Millionen Zügen spielen. Voran. Alles blöder Winkel. Wenn ich diesen Briefkasten hier kaputt fahre, ja? Bis zum nächsten Baumarkt? Shit, ich war nicht mal dran. Ich war gar nicht dran. Aber wir haben wahrscheinlich das Fundament da und irgendwie. Tut mir leid, ich schicke einen Handwerker vorbei, der das dann heile macht. Der war dann sowieso nicht richtig befestigt, ordentlich. Na, 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 na. Passt. Ich mach mal die Aufgabe schnell aktiv. So, Müll. Mir gefällt er so wie mit diesen Einblendungen langsam nicht mehr.
kann man auch ausschalten irgendwie, ne? Einstellungen. Hat Zonenmarkierungen. Zielmarkierungen. Ach, hier kann ich die Krandinger ausschalten. Was passiert denn hier? Vorrang für Radeingabeaufforderung. Vorrang für Radeingabe. Welche Hinweise für das Eingabegerät? Ach so. Nee. So schon gut. Kann man jetzt noch die Quest an sich irgendwie ausblenden? Ja, so finde ich besser. Guck lieber auf die Karte, wo der Weg ist. Wir müssen durch die Pfütze durch. Ach, hier wäre eine Abkürzung nach oben wahrscheinlich. Das sieht... nee, nicht so gut aus. Das ist aber coole Fracht. Haben wir die überhaupt so richtig hochgehoben damit? Oh. So. Ich kann da wieder so schlecht umwenden. Naja, wir stehen uns wieder, glaube ich, selbst im Weg, so ein bisschen. Da ist er! So. Deichselanhänger fahren, ist immer wieder putzig. Ja, schon zu. Jetzt haben wir schon. Ganz schön. Ah, na, 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 das sieht ganz gut aus. Das
reicht ja schon, weil ich halbwegs gerade fahre mit ihm rückwärts. Oh, jetzt war keiner. Aber das passt. So, wir müssen. Wir fahren am besten hier oben lang, ne? Das ist der Weg. Ne, hier unten geht's auch lang. Mal. Gefällt mir fast schon besser, weil wir da noch nicht so oft lang gefahren sind. Okay, also. Erstmal wieder runter. Nein. Aber vielleicht reicht das schon, um vor uns vorbeizukommen. Aber er scheint nicht ganz so stark zu sein wie der Six. Also er zieht nicht so durch. Wie der andere Six, meine ich. Wieder aus. Wo hat man den her? Aus Amur, glaube ich, ne? Ja. Ja, das Schild krachen wir doch um. Ja, das tut mir auch leid. Das ist auch wieder ein Stein. Ich schicke nachher eine ganze Handwerkerkolonne durch, die machen das Schild wieder heile und auch den Briefkasten. Baum. Ist aber nichts runtergefallen. Sind wir hier schon mal lang gefahren jemals? Das sieht man so. Bestimmt. Ja, der Hochgang hier in dem Auto ist. Habe ich vielleicht ein blödes Getriebe eingebaut? Nee, ne? Es hat einen Hochgang und hat drei Lastgänge. Das ist schon eigentlich das richtige Getriebe. Denke ich mal. Das ist natürlich eine coole Strecke hier, aber ja. Fast der Meinung, hier sind wir doch nicht lang gefahren.
zieht sich wieder. Nicht anhalten. Anhänger zieht sich wieder. Jawohl. Nein, der hat nicht so viel Power wie der andere. Das ist ganz gut, dann ist er doch nicht so overpowered. Das sah von der Perspektive nicht so extrem aus. Das ist im Hochgang genauso schnell wie im dritten, wie im Lastgang hier. Das macht keinen Sinn, der Hochgang hier. So, wir müssen dann jetzt, glaube ich, so links weiterfahren. Ja, okay, die Kreuzung ist noch ein Stück, habe ich total verschätzt. Ah, die Kreuzung ist noch ein Stück. Und setze auf. Hier ist irgendwie ein Ast. Ah, hier ist ein Baum drin. Das ist auch wieder ganz fies. Und Wurzeln. Das ist dann immer richtig fies. Da vorne müssen wir links. Schafft er nicht in der Automatik. Oh, da sind wieder Fische.
Mal gucken, ob ich den Weg jetzt ohne Karte finde. Oh, 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 Anhänger, 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 Anhänger springt. Wie ein Springer. Jetzt kriegt doch gar nicht die Kurve hier. Jawohl. Na, der hat ganz schön zu kämpfen bergauf. Nicht wirklich ein bisschen. Aber ist natürlich cool, dass so ein DLC, was Geld kostet, ne, nicht so ein richtig mega, mega starkes Auto bringt. So ist es kein Must-Have, definitiv nicht. Weil die Preise sind ja auch vollkommen moderat, ja. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, wir haben verfahren. Ne, hier komme ich, glaube ich, lang. Hey, ja, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Wir sind da! Zeigt er mir jetzt wenigstens, wenn ich in der Nähe bin, an, wo ich hin muss? Ich habe die Zone ja komplett aus, ne, glaube ich. Nee, die ist da. Ach so, er zeigt dann wahrscheinlich nur dieses Papiersymbol und so nicht an. Yes! Reparaturstation. Ja, cool. Und vollständig repariert und vollständig aufgefüllt. Von den Dingsbums her. So, die nehmen wir gleich mit. Und wollte die eigentlich mit dem Tatra und dem Fimba-Anhänger fahren, aber ich mache das lieber mit dem hier und dem Dingsbums. Dem. Wie heißt er denn? Ich vergesse es immer wieder. Den hier. So. Gucken, noch mal ein bisschen Sprit reinhauen. Vorsicht! Nee, das wird nichts. Warte mal, lass uns anders machen. Übertragen. Was ist denn übertragen? Löschtank, schwerer Wassertankauflieger. Ach so, zwischen denen. Nee, na, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eigentlich
Eigentlich tanken. Haben wir den schon leer gemacht, den kleinen? Der steht zu weit weg, ne? Ach, der ist leer. Guck mal an, der ist leer. Gut, ich sehe aber auch gerade, die Zeit ist um. Wir werden in der nächsten Folge mit dem Auto auch hinten zu den Rohren hinfahren. Dann laden wir die auf und dann machen wir die Aufgabe mit den Rohren. Gut, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte wirklich ein Like da. Das ist unheimlich wichtig fürs Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.